Der 1. FC Köln zu Gast in Shenyang beim FC Liaoning. Kooperation mit China. Peter Stöger, der Erfolgscoach. Europa League Qualifikation am vergangenen Wochenende. Und auch ein toller Auftritt in China. Führung durch Bittencourt in der 9. Spielminute. Die Chinesen hatten ganz gut begonnen, hatten ein, zwei Chancen, aber Köln schlug gnadenlos zu. Dann die 37. Spielminute. Was macht eigentlich Anthony Modest? Der trifft auch hier 25 Tore in der Bundesliga. Zuvor hatte er einmal den Pfosten getroffen. Jetzt machte er das 2:0 für seine Mannschaft. Dann Elfmeter auf der anderen Seite. Foulspiel von Subotic Anuja. Und jetzt kommt James Samanga und schießt an den Pfosten. Der Mann aus Sambia scheitert mit der größten Chance für das Team aus China. Es blieb wild kurz vor der Halbzeitpause. 43. Minute. Zoller für Bittencourt. Das 3. Tor für den 1. FC Köln, der jetzt das Chaos in der chinesischen Abwehr komplett ausnutzte und drückte und weitermachte. Und der Modest dachte sich, wenn der Bittencourt zweimal trifft, dann treffe ich doch auch zweimal. 4:0, 44. Spielminute, Anthony Modest. Ein tolles, ein interessantes Freundschaftsspiel in der 1. Halbzeit. Und es gab noch einen Treffer. 45+1. Bittencourt nicht für Modest. Dieses Mal für Zoller. 5:0 für den FC. Schon am Ende der 1. Halbzeit. Mit dem 2. Durchgang tauschten die Kölner dann wie wild durch. 9 neue Leute kamen, aber sie hatten weiter mehr vom Spiel. Und diese Großchance vom Japaner von Osako in der 49. Spielminute. Ball war nicht komplett hinter der Linie. Es fehlten ein paar entscheidende Zentimeter. Hauptdarsteller im 2. Durchgang aber Rudniews, der eine Vielzahl von Möglichkeiten ausließ. Auch diese hier. Dann bestimmt 4, 5, 6 Mal vor dem Kasten der Chinesen, der Rudniews, aber er erzielte keinen Treffer. Es blieb ein 5:0 für den FC und am Ende gab es diesen großen Pokal für den Captain, für Matthias Lehmann.